Hi, ich bin Timo. Das ist Teil 3 unserer Workout-Serie Fit durch den Winter. In unserer Workout-Serie haben wir ein Training für den ganzen Körper. Die einzelnen Teile bauen aufeinander auf. Das heißt, die Intervalle werden von der Belastung von Woche zu Woche länger und die Pausen immer kürzer. Wir passen genauso aber auch die Übungsauswahl an. Also die Übungen werden von Woche zu Woche schwerer. Solltest du jetzt erst eingeschaltet haben, würde ich dir empfehlen, nochmal auf Teil 1 zurückzuspringen und quasi dort den Einstieg zu wählen und sich dann von Woche zu Woche nach oben zu arbeiten. Das Intervall für diese Woche ist 40-20. Wir starten in 8 Sekunden mit der ersten Übung, die quasi Kniebelauf auf der Stelle sein wird, High Knees. Probier das Tempo schon direkt von Anfang an hochzuhalten und auf geht's. Nimm die Arme aktiv mit und gib richtig Gas. Noch 15 Sekunden, halte durch. Hast es gleich geschafft, bis gleich im Ziel. Nach diesem sehr, sehr intensiven Einstieg haben wir als nächstes eine ruhige Übung. Seitliche Bauchmuskulatur in den Sit-Ups. Leg dich dazu auf die Seite. Einen Arm mit der Handfläche am Boden, eine Hand in den Kopf und dann seitlich Ellbogen zu den Füßen, nach oben wird ausgeatmet. Aus der nächsten Übung gehen wir aus dem Kniestand in die Kniebeuge, springen einmal zur Höhe, gehen wieder runter in die Kniebeuge und in den Kniestand. Vorbereitung. Ready. Go. Kniebeuge, Jump, runter in den Kniestand. Passt das Tempo an. Du kannst gerne schneller arbeiten als ich oder ein bisschen langsamer. Das, was dein Motivations- und Fitnesslevel zulässt. Letzten 10 Sekunden. Sehr gut. Jetzt finishen wir noch die andere Seite mit den Oblique-Sit-Ups, gleiche Ausgangsposition, nur andersherum. Arm gestreckt am Boden, Handfläche am Boden, andere Hand hinterm Kopf. Die Beine sind gestreckt und du attackierst hier die seitliche Bauchmuskulatur. Auch hier wieder nach oben ausatmen. Und nimm den Crunch hier in der seitlichen Bauchmuskulatur war. Letzten 10 Sekunden. Vergiss dein Lächeln nicht. Es soll Spaß machen. Nach der Bauchmuskulatur und dem Herz-Kreislauf-Training wollen wir uns jetzt primär um den Schultergürtel und die Rückenmuskulatur kümmern. Dafür legen wir uns auf den Bauch, bringen die Arme auf Schulterachse zur Seite an, Füße bleiben zusammen und heben Beine und Arme gleichzeitig ab. Berühren dabei danach nie wieder den Boden. Kurz vom Boden abstoppen, Beine und Arme gleichzeitig nach oben zur Decke.
Kopf bleibt wieder, Verlängerung der Wirbelsäule. Und du nimmst wahr, wie die Schulterblätter gemeinsam zur Wirbelsäule rangehen und da oben einen schönen Crunch erzeugen. Es ist auch vollkommen normal, den unteren Rücken wahrzunehmen. Der soll schließlich ordentlich mitarbeiten. Jetzt geht es ganz gezielt um die Rumpfmuskulatur, aber auch die Schulterkraft. Wir gehen in die Unterarmstütze, in den Plank und strecken wechselseitig einen Arm nach vorne. Du hältst das ungefähr so 2-3 Sekunden. Vorbereitung für den normalen Plank. Arm strecken, 1, 2, 3. Wechsel, 1, 2, 3. Achte darauf, dass die Hüfte nicht nach links und rechts ausweicht. Umso weiter die Füße auseinander sind, desto leichter, umso enger sie beisammenstehen, desto schwerer, dort nicht auszuweichen. Noch 10 Sekunden, halte durch, spann nochmal alles an. So, hast du auch gleich geschafft. Und als nächstes kommen die Cross-Jumps. Wieder eine Übung, die dein Herz-Kreislauf-System nach oben bringen soll. Du kreuzt das eine Bein hinter dem anderen, springst zur Seite und landest genauso wie hier gespiegelt. Auf der anderen Seite. Umso weiter du springst, umso schneller du die ganze Übung machst, desto intensiver wird's. Wähle hier ein Tempo, was du auch durchhalten kannst. Nach 15 Sekunden. Drei. Und wir finishen mit dem Klassiker, den normalen Liegestützen. Hand Release, also am Boden einmal kurz die Hände lösen. In Workout 1 hatten wir Liegestütze auf den Knien. Jetzt die Steigerung, normale Liegestütze mit gestreckten Beinen aus der Bauchlage. Einmal Hände lösen, geradlinig rauf, geradlinig runter. Die Regressionsvariante ist hier natürlich Liegestütz auf den Knien. Solltest du also keine normalen Liegestütze kennen können, dann machst du nochmal die Variante aus dem ersten Teil. 10 Sekunden, halte durch, gib mir noch 2 Wiederholungen. Und der letzte. Das war Teil 3 unserer Workout-Serie. Richtig geil, dass du bis hier durchgezogen hast. Am besten wiederholst du das Training jetzt in der nächsten Woche noch 2, 3, 4 Mal. So oft wie du kannst, dass du auch wirklich gut gerüstet für Teil 4 nächste Woche bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche frisch und fit wieder.